Und somit willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Yes, wir sind hier immer noch im Sumpf. Haben uns jetzt hier in der Ecke irgendwo versteckt. Eigentlich wollte ich ja zum zweiten See wieder, aber wir haben noch was anderes gefunden. Oh, scheiß Ding. Und der ist mal hier vom ersten Gegner, den wir hier treffen. Kein Möbel. Ja, da hoch. Und dann darüber. Okay. Ja, auf jeden Fall viele Pages schon hier gesammelt. Das sind fast alle Namen. Und das hier war das einfachste, was es vergab irgendwie. Was machen wir noch für eine Mission? Ja, wir sperren einfach ein Page in den Käfig. Dann muss man den etwas befreien. Alles klar. Die Federn? Jetzt sind wir hier wieder. Oh. Okay, hier wollten wir gar nicht hin. Das heißt, ich gehe mal wieder zurück. Nämlich irgendwo am Start war da noch ein See, wo Expo oben halb war. Und Dr. Putz war da. Aber das Molekül haben wir noch gar nicht, ne? Wenn die verwandeln. Das ist schon etwas verwirrend hier. Da. Was ist das? Nee. Das ist irgendwie voll verwirrend hier. Wo wir als erstes hingehen. Wo ist das jetzt? Vorne sind noch ein paar Feder oder eine Feder. Ja, beim Labyrinth, ja. Kommt auch rein, Leute. Nein, aber hier ist ein paar Kisten. Okay. Okay, jetzt muss ich das erstmal suchen, ja. Ah, ein Ghostwriter kriegt er noch. Und hier auf die Mauer. Jetzt sehe ich hier wieder. Müsste dann irgendwo da sein. Lauf geradeaus. Ah, hier auf dem Pilz. Ja, genau hier hin. Da oben ist eine Laterne, aber wofür? Da ist eine Laterne auf dem Ast. Ist da was? Warum leuchtet das da? So, das war das da. Aha. Ja, okay, das ist in Ordnung. Ja, jetzt geradeaus einfach. Meine Güte. Ziemlich am Anfang waren wir hier schon. Haben den See gesäubert. Aber unten waren wir noch nicht. Wo wir jetzt hier rein wollen. Genau, sehr schön. Hier sind ein paar Federn. Da geht's rein. Machen wir doch mal direkt. Weil irgendwo kommen wir auch nicht weiter, das weiß ich. Keine Fehler, okay. Schnell durch. Aber nicht schon längst 200 gefühlt. Gesammelt.
Oh, ho, 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 ho. Wow. Irgendwie hochschwimmen, den Stromdingern ausweichen. Naja. Ja, okay. Und dann geht's hier weiter. Der eine Feder sicher schon mal. Muss hier doch auch eine sein. In der Blase noch viel, ne? Das ist auch genial. Wie funktioniert das gerade nicht? Ist das Ding nur eigentlich bewegen oder nicht? So, wir pusten da Blasen raus. Ah, okay. Das heißt, müssen wir hier jetzt brauchen. Damit er da rüber gepustet wird. Auf den Schalter. Geh hier uns aufstellen. Jetzt müssen wir da schnell sein. Also nicht. Wieder schnell, ja, er wird immer ein bisschen schwieriger, ne? Aber das schaffen wir sehr schön. Wieder in die Blase rein. Eine Feder nicht vergessen. Runter, runter, da rein, da rein, da rein, da rein. Oh mein Gott. Ganz nicht fast, dass wir das gerade geschafft haben. So, nächste Page gehört uns. Dann sind wir ja schon fast durch mit dem Sumpf, ne? Können wir gleich noch vielleicht sogar die Welt verlassen? Ah, la 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 la. Und da rein. Hey, läuft doch! Sehr schön. Wir kommen da raus, wo wir reingehen sollen, ne? Da komme ich heran. Da müssen wir uns verwandeln. Aber hier geht's auch rein. 363. Wir kriegen alle Federn nicht. Genau, hier müssen wir später mal hin. Sumpfstation. Ja, diese Scheibe können wir jetzt noch nicht zerstören. Aber wir können ein anderes Page holen. Nämlich das hier. Tschüss. Das scheiß Ding. Ich hasse diesen grünen Leiter. Der schwimmt hier hin und her. Schön. Haben die jetzt auch alle fertig? Wie gesagt, hier müssen wir dann später nochmal hin, indem wir eine andere Attacke noch erlernt haben. Mehr ist jetzt ja auch nicht. Edawett müssen wir ja nochmal rein. Um einige Sachen noch zu erledigen. So, wo ist das Molekül? Müsste doch hier auch immer sein, oder nicht?
Ah, hier. Und da ist es. Wir müssen nur die Pilze zerstören. Und dann geht das hoch und da ist es drin. Sehr schön. So, wo er war jetzt die Dr. Putz? Heißer Putz, oder? Da vorne. Auf jeden Fall noch zwei Pages holen. Die Verwandlung finde ich auch richtig nice. Was schwimmt denn schon mal im Wasser? Kann schon so ein bisschen erahnen, in was wir uns jetzt verwandeln. Wenn schon hier im Wasser ist. Dumme Frage, ich bin bereit. Zu jeder Zeit. Oh, er war einfach nach meinem Geschmack. Drücke L, B und ZL, um mit dem Schwamm zu schwimmen. Und Y, um anzureisen. Okay. Genau wie wir normal schwimmen. Ich finde es einfacher. Hilfe! Hier unten von Bahn verpickt. Aber das Schwimmen ist irgendwie angenehmer. So, da geradeaus, genau. Da können wir jetzt auch rein. Piranhas sind wir, oder? Richtig nice. Runter, 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 runter. Also jetzt falsch oder richtig? Ja, schnell. Das war zu langsam. Der kriegt uns auf. Aber der nicht, ja, aber. Der freut sich darüber. So, was war jetzt hier nochmal? Eine Feder mehr, okay. Das ist auch voll die einfache Mission, okay. Oh, Digga, du hast ein neues Schwimmkurs eingestellt. Echt? Piranha fischt hier. Ja, das ist ja das sind halt Piranha. Die sind aber auch richtig nice aus. Was soll die besiegen? Ja. Genau bin ich. Aber muss jetzt hoch. Einmal Fahrstuhl nach oben, danke. Oh, voller Arm, also. Oh, Vollmann am Boden, rette mich. Hey, ihr, halt mal ein Bernhardiner, der lange die Luft anhalten kann, okay? Wie ist das denn passiert? Oh, ein Unterwassermüllsammler, wie ich, weiß. Dass dieser Büro gefährlich ist. Aber die fallenden Knochenhaufen haben sogar mich überrascht. Jetzt bin ich erledigt. Keine Sorge, wir haben dich eben nur wieder aus diesen Knochen gefallen. Das stimmt. Fressen wir einfach auf. Oh, viel besser. Hier, diesen Papiermüll habe ich vorher gefunden, ein bisschen schmutzig, aber der Müll des einen heroischen Rollwagens ist der
Part 1 anderen Abenteurers. Sagt man so. Hm, cool, genau. Auf das hatten wir gehofft. Voll Arbeiter. Runter, runter, runter. Hey, danke nochmal. Gelbe kommst du mit an Land? Oh, die Knochen. Sie haben meinen Geist wie meine Räder gebrochen. So werde ich hier wohl den Rest meiner Tage verbringen. Außer ihr Beine möchtet mich vielleicht hier raustragen. Sorry, wir sprechen keinen Rollwagen. Gehen wir, Yoka. Er kommt schon irgendwie alleine hier raus. Voll Arme. Nehme ich doch mit einfach. Er muss halt bei den letzten Tage noch, was er hat, verbringen. Oder springen. Und verwandeln wir uns mal wieder zurück. Ja, ich bin bereit für die Transformation. Nein, nicht nochmal drücken. So, wir schauen uns mal Spielstand an. Zwei Pages, eins von den Federn und eins da, wo ich vorhin gesagt habe. Und die neun Federn sollten da auch drin sein, hoffen wir mal. Wow. Labyrinth fast wirklich vollständig geschafft. Jetzt will ich nur noch hier raus, ey. Auf in die nächste Welt. Voll die geile Herausforderung, einige Pages gewesen. So, darüber. Gekonnt, Alter. Richtig gekonnt. Berechnet, dass er weg schwimmt? Ja, perfekt. Oh Mann. Aber auf Welt 4, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Müssen wir da wieder hier rüber. Außerhalb der Welt hier einfach durchfliegen. Okay. Kann man machen. Ausgang, Ausgang. Dort entlang. Ja, darüber, da leuchtet schon das Riesenbuch. Schön. Schon ein bisschen verwirrend manchmal. Man weiß gar nicht, wo man lang muss. Haben wir ja auch vorhin gesehen. Aber ansonsten, ja, ist das schon eine geile Welt. Nur zu viele Wege. Liegt vielleicht auch daran, dass man direkt schon wieder erweitert hat. Wenn man direkt reingeht. Die normale Größe des Buches hat man nicht so viele Möglichkeiten, aber wenn wir zurückgehen, erweitern, dann wieder reingehen. Und so hat man gleich alles beisammen. Ist auch viel besser. So, die nächste Welt wird auf jeden Fall richtig nice. Aber erstmal schauen wir hier, ob wir hier noch ein Feld hier tun können. Aber eins war hier nur. Was ist mit dem hier los? Nein, 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 nein. Ach, blöd. Jetzt liegen hier einfach Bücher. Aha. Wie kommen wir jetzt auch hier hoch? Was war mit diesem Page dort? Ganz vorsichtig. Ach, hier ist aber ein Schalter. Ja, okay. Ah, bleib mir, verbleibe. Ihr hässlichen Vieh, diesen Viermischwerden. Ihr werdet mich nie lebendig kriegen. Kung Fu Kick, hoi, ja. Freiheit! Denkt, wir wollen es einsperren? Du liebes Bisschen. Wenigstens hat er kein Stockholm-Syndrom entwickelt. Müssen wir jetzt auch fangen, ne?
Zeug. Ich kann Origami. Ja, ich nicht. Jetzt willst du es beibringen. Na, was? Ich hab noch nicht alles kommt. Ich hab den Kopf gehört. Nicht? Der Kopf war ziemlich geil, ne? Haut ab. Und da hoch. Aber hier müssen wir ja irgendwie durch Ringe durch, ne? Was richtig, ja, naja. Weil hier kann man auch schön unter Wasser laufen lernen. Wenn man hier diese 8 einmal abläuft. War ja ziemlich simpel. Okay, einen können wir noch nicht holen, dafür müssen wir weitere finden. Nur so geht's auch hier hoch. Frage ich jetzt, wo müssen wir nochmal lang? Ah, und wir landen. Hier unten mal noch was. Da geht's zur Welt 1. Da machen wir irgendwie eine Abkürzung frei, ne? Kann das gut sein? Ich möchte gerne jetzt noch zur Welt 4. Müssen wir irgendwo oben entlang. Ah, ich glaube, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, wo. Wo wir rauskamen aus der Welt, aus dem Buch. Vielleicht direkt geradeaus. Oh. Einmal Abkürzung freigeschaltet. Aber wir kehren wieder zurück. Abkürzungen sind ja was Feines. Jetzt kommt noch Welt 4 und Welt 5. Dann nochmal zurück zu allen Welten, alles komplettieren. Wir haben noch einiges vor uns. Schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge ein. Wo wir dann in Welt 4 auf jeden Fall reingehen. So, jetzt sind wir ja wieder hoch schnell. Vor irgendwo auftauchen. Ja, so geht's auch. Au. Genau da geht's weiter mit Feld. Ich wollte ja die Pages schon. 4 und 5 gibt's hier, oder? Wow. Okay, da geht's. Da müssen wir rein. Hier wieder eine Abkürzung fallen. Muss man nicht oben entlang laufen. So. Hier kommen wir jetzt nach draußen, ne? Oder? Oh, gab es hier noch was dazwischen? Oh. Nein, nicht das Quiz. Nein. Nicht dein Ernst. Oh, hab ich doch richtig gewusst. Ah, weg als Schnitter. Oh nein, nicht schon wieder. Diesmal sind es schwierige Gefallen. Also, seid ihr bereit? Ja, das stimmt. Machen wir das jetzt noch schnell fertig, ne? Hm, wie lange habt ihr gebraucht, um bis hierher zu kommen? 7 Stunden. Von dem Gefühl ja. 7 Stunden 14 Minuten? Ernst? Das ist wirklich wahr? Geil. Die Frage ist ja gemein. Also von den Folgen her, ja, es kann passen.
Die lächerliche Kuh, das ist natürlich recht, glaube ich. Die zweite Transformation. Also die Schneeflug, ja, Schneeflug, sehr schön. 1, 2, erstmal mal zweimal, dann sind wir durch. Rexos lächerliche Spielhalle. Welche dieser Spiele findet man dort nicht? Die Sotenlauf, Blasto, Bohlen, Hürdenhaus. Blasto, Blasto. Okay, das war das. Okay. Die anderen wahrscheinlich kommen dann später noch, oder? Dieses Welt, wo wurde es gemacht? In Welt 2? Iglodorf. Mann, das wollte ich eigentlich nicht noch jetzt machen, aber was soll's. Wir sind jetzt schon durch. Dieser Charakter, wer ist es? Ach, Olli. Olli war das. Oh, zum Glück wusste ich den jetzt. Die anderen, keine Ahnung. Eine Frage noch. Bowsers Pilzunterschlupf. Welche Farbe hat er? Gelb. Ja. Aber wir haben mein letztes Quiz bestanden. Oh, Gott sei Dank. Jetzt können wir uns in den nächsten Welten vergnügen, ohne all die Sammelobjekte zu zählen. Ah, ich werde nachüben. In diesem Spiel oder dem nächsten. Muhaha. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gut, dass wir wussten, dass er Olli hieß. Eine Rolle. Ein kurzes Wagen hier. Ganz durcheinander jetzt. Danke. Danke. Für nix. So, dann war es das jetzt auch mal für diese Folge. Beim nächsten Mal gehen wir in Welt 4 rein. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Wir sind jetzt auf jeden Fall jetzt hier irgendwo draußen und bleiben auf jeden Fall hier stehen. Somit bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und sage noch, ich bin auch Basti, bleibt fit und schön und ciao.